Reflex Studios. Scrutinized. Hallo Kinder! Die Musik ist für mich gerade sehr laut, aber ich glaube, vom Mix her ist es für euch sogar gar nicht so laut. Ja, willkommen zu Scrutinized, einem Psycho-Horror-Spiel. Oder ja, auf jeden Fall, es geht nicht um Monster, aber es ist auf jeden Fall ein Horrorspiel. When she was a kid, Luna aspired to be a superhero. Not the ones in skin-tight suits that could fly, but the ones that identified connections where others didn't. She wanted X-ray vision to observe criminals when they tried to hide from the law, and supersonic hearing to listen in on mischievous talks, then a measure of heightened strength to restrain the guys bigger than her. This was all she craved when she was a child. As she became older, her ambitions took a more realistic approach, which seemed in direct opposition to the surreal tone the news took. The facts became the new dystopian fiction. The world grew louder each year, apparently more violent, or more visible than the year before. Her generation grew up looking to cull the increasingly violent trends that saw mass incarcerations, drug wars, and serial killers studying to gain notoriety. Luna took the analytical route in her quest for justice, feeling more at home processing case files, evidence, and connecting dots. Her cousin, a sister almost, enrolled in the academy and became an officer of the law. Even extended family, no matter how far away, seemed to gravitate towards law enforcement, almost as if it were in their blood. A murderer becomes a serial killer with just two more kills, a co-worker informed her over scones and coffee one morning. This one had three total that day. But that number hit double digits soon enough, accumulating corpses of officers, criminal lawyers, and several field investigators to a growing pile of victims. The news on TV, becoming more unreal as the years ticked on by, ran the Blue Blood Killer story 24/7. Luna knew about the local serial killer, more so than most thanks to all the overtime spent processing corroborative evidence for their many crimes. However, it still felt more like gossip and fabricated plot points. At least, until that phone call made something so artificial an actuality. The call came in the middle of the night, as unexpected as a bullet in the dark. Her cousin, the exemplar of a police officer, had been killed. It was just the tragically common traffic stop gone wrong, or armed robber with a weighted pistol. Maybe Luna could have mourned and pushed on, but it wasn't any run-of-the-mill incident that was so characteristic of headlines. No, it wasn't that, because life had long turned into a phantasmagoric nightmare. Officer Sarah Youngman, revered by all that mattered, died at the hands of the Blue Blood Killer. Who he was, or who they were, remained an enigma, despite their murder spree eroding through states, counties, and homes. But more than the long list of confirmed victims and possible connections Luna herself had registered and slept away, this monster killed Sarah. Somehow, that turned the boogeyman into a living, breathing threat. No longer was this tyrant a thing she filed at the end of the day. It wasn't an obsession of the media. He was here, and if not in the literal sense, then definitely in her mind. This realization gnawed at her for months after the real mourning faded. Luna's acceptance stage barely registered before she fell swiftly to anger once again, and it never genuinely went away. Luna craved a name. She wanted to know who killed the sweetest woman in the world, despite so-called dirty cops walking free. Luna needed justice. What was it about her cousin that triggered this killer in the first place? Could it be that she stood for everything a cop should be? A perfect example of morality, protectiveness, mentality, and heart? Officer Youngman was everything demanded in the ones that protected them.
and Luna wouldn't allow her memory to fade away as another statistic. Day in and day out, she spent the connections she'd built up through work and rowdy Christmas parties to see if there was something no one else saw. Cop friends that never steered her wrong came up empty-handed. Family members with careers linked closer to the real action knew little else than the papers. Even the old-timers that knew things few else did all but shrugged when she pressed them for clues. She needed leads first, but there were none. So, in a last-ditch effort, she resolved to chew her boss for leeway. Luna did all she could for any little morsel of information, regardless of the fallout. Being an investigations analyst for the district attorney's office had its perks, but it only teased her for all the good it did with building an idea of who this killer was. Her boss knew what she was after, but he followed the rules as strictly as Luna did. Being shut down by him just meant there was one less layer between a law-abiding citizen and vigilante justice. With each denied application for information outside her classification, Luna saw the justice system's holds appear and broaden. Sometimes the law hindered what mattered. Progress couldn't always continue behind red tape and protocol. Perhaps, in cases like these, rules were meant to be budged. Maybe she couldn't talk her way into databases and case folders. Maybe it wasn't so easy as to read reports on other victims, hoping a eureka moment hit her. If she were going to make any change, it had to start with her, with citizens willing to help. Yes, Luna respected the law, and she would uphold it as Sarah would have wanted, but she couldn't stand idly by any longer. One morning, she called in sick, made flyers, and pinned them around town. She started a neighborhood watch that day, and by the next day at work, Luna couldn't think of anything else. It started with one report, then two, then three and four, and more. Before she realized what was happening, her small network of retired cops and nosy neighbors had become a full-on crime watch program that spanned beyond the neighborhood, the suburbs, and into town. At times, the number of reports felt too much for one person. But for the hundreds of thousands of people less prepared for human horrors as Sarah was, Luna felt that a couple of sleepless nights was the least she could do. Luna had to get her answers somehow. Ja! Und damit, glaube ich, können wir endlich starten mit dem Spiel. Ja, was ihr jetzt mitbekommen habt, geht es um eine Polizistin, die getötet worden ist, und das war zufällig unsere Cousine, also von der Person, die wir spielen, und wir versuchen jetzt irgendwie herauszufinden, wer das war, und wir versuchen natürlich nebenbei nicht zu sterben, denn die Killer wissen scheinbar, wo wir wohnen. Ich habe kurz mal jemanden zugesehen, wie der das angespielt hat. Er hat aber eigentlich noch nichts erreicht, außer dass er sich das Haus angesehen hat. Und das machen wir jetzt aber gemeinsam. I should get to the computer and get the night started. Wir schauen uns schnell das Zimmer durch. Wir haben hier ein Buch. Was steht da? The Happening. Schönes Gemälde, ja, das ist halt unser Schlafzimmer. Hacking, ja, the Art of Exploration. Wir können die Fenster auf und zu machen. Schönes Detail, wir können das Licht an- und ausschalten. Ich glaube, das wird noch wichtig. Ja, ja, die war schon an vielen schönen Orten. Die Tür, das Bad. Ja. Aber hier kann man, glaube ich, gar nichts machen, keine Schränke öffnen. Nein, und keine Toilette benutzen, keine Dusche benutzen. Nein, ist nicht möglich. Das Spiel setzt sehr viel auf Atmosphäre, Soundkulisse. Und ich weiß nicht, es gibt auch Gegner, wie man im Startscreen gesehen hat. Hier ist das Internet, das müssen wir ab und zu anschalten, wenn der Strom ausgefallen ist. Und wir gehen so, als würden wir so stolzieren wie so ein Bürgermeister oder Präsident. Ah.
Suicide of M62 Killer. Ich weiß nicht, was das mit uns zu tun hat. Vielleicht auch gar nichts. Das ist der Blue Blood Killer, den suchen wir. Ja. Das sind unsere Polizeiauszeichnungen oder die von unserer Cousine. Ich weiß es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass unsere Cousine getötet wurde und wir wollen sie rächen. Ja. Kann sein, dass ich vielleicht einige Details verpasst habe. Das ist aber einfach nur, weil ich nicht besonders gut aufgepasst habe. In der Anfangssequenz. Ja, hier ist halt gar nichts, oder? Nee. Zu 72 Grad Fahrenheit. Dann, was ich noch weiß, ist, dass wir hier einigermaßen her, wissen wir nicht. Wearing Hat, ja, Collar, wissen wir nicht. Face Mask, ja. White, Black, Clothes. Ja, okay, das ist er. Aber wir wissen, wie gesagt, nicht sehr viel. Send Number. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ja, wir können den Abwasch nicht machen, leider. Das wäre jetzt schön, eine schöne Abwechslung, falls wir uns mal fürchten würden. Ah, egal. Wir... Ich glaube, die Tür können wir nicht öffnen, oder? Oder können wir da? Nein, können wir nicht. Oh, das ist jetzt... Ja, was ich auf jeden Fall weiß, es gibt eine Five Nights at Freddy's Mechanik, kann man so sagen. Oh, I need to read that email and check those bolos. Okay, fangen wir mal an. Mit From Luna to, keine Ahnung, Subject Lights turning off and power trips. Lights throughout my home are randomly turning off without me touching any of the switches. Also, if I leave my security camera light on too long, the breaker trips. I'd like to quote... And your soonest possible opening to get this mess sorted. Okay, das haben wir geschrieben. Wir sind Luna. Okay, from Luna. Ja, okay, to Luna. Das ist die Antwort. Hello, Luna. I'm super busy the next few weeks. In the meantime, I suggest flicking the light switches on and off a few times to get them to turn on. There's probably a short loose wiring that has been... causing the lights turn off. For the camera light limits, your use to shorter bursts to avoid flipping the breaker. It sounds like it's drawing more power than your breaker was rated for. The diagnosis above are just assumptions, and at this point I can't give you a quote, unfortunately, without first coming to your home. If you still want to schedule an appointment, my first open slot is... 18.06.2020. Okay, das heißt also nur, dass wir dann mit diesen Kameras, die wir haben, quasi können wir unser Haus überwachen. Und hier können wir wechseln. Und wir haben ein Licht für die Kameras. Und wenn wir das zu lange aufdrehen, also wir sollten es nur so kurz flashen lassen, denn wenn wir es zu lange aufdrehen, wie soll ich sagen, fällt der FI quasi, also der Schutzschalter. So kommt man weg, oder? Ja. Das sind unsere Security Cams, erinnert ein bisschen an Five Nights at Freddy's, ist aber schön zu wissen, wer da verfolgt werden. Last night I thought I heard something outside my house, so I promptly checked my security cameras to see what it was and saw a strange man creeping around, unsure of what this person was, doing snooping around outside. I shined the camera light on to get a better look at it, who it was. Puh, ich habe mich gerade geschreckt, weil ein Auto vorbeigefahren ist, also im Spiel. After clearly being caught, he ran off, but after checking the footage a couple of times, his face seemed so familiar. It dawned on me after the fact that he matched the description of the man police were after for a murder. Okay, also wir haben probably, also wahrscheinlich einen Mörder vor unserem Haus gesehen, der uns ziemlich bekannt vorkam. It's our duty as members of the watch to keep the community safe and aware of that was going on. I recommend everyone share this message to monitor your cameras and if available use your camera lights to deter any suspicious person away from your property.
Ah, okay, das Licht ist also quasi, also ihr seht es vielleicht in der Aufnahme schlecht, aber wir sehen quasi, wenn wer da ist. Aber wenn wer da ist, können wir das Licht kurz anmachen und den quasi verscheuchen. Ich weiß aber nicht, dann könnte es sein, dass wir da ein paar Versuche brauchen werden, denn wenn wir die nicht sehen, ich weiß nicht, ob die sich ankündigen quasi, ob die kommen oder nicht. As of today, we've notified the agency about the potential suspect we believe is involved in a sex trafficking ring. Our suspicion comes from the disappearance of a number of female victims and every eyewitness account of one woman who was able to escape. We know that the man operates alone and at night specifically. Yeah. He's around 6 feet tall, bald, white, medium build, and has a forearm tattoo. We'd like to stress things this message specifically to the woman as you could in fact be his next target based on the track record. It seems as he is looking to kidnap women exclusively. It has also come to my attention that the builder who developed many of the homes in this area cut some corners. Many of the reports point to that compromised window locking mechanism as the culprit behind the unwanted entry. Security is key here. Leave your lights on. Ensure your windows are locked. Okay, locked. Ja, dann machen wir das schnell mal. Also das ist so ein frauenvergewaltiger Typ. Wie kommen wir da raus? So. Aha. Okay, so scheinbar. Man kann irgendwie die Fenster zusperren, aber ich weiß nicht wie. So. Ja? Nein. Oder meint er einfach mit locked? Ah. Let's go. So. Das machen wir jetzt schnell bei jedem Fenster. Hallo. Okay. Damit niemand reinkommen kann. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, beziehungsweise warum es die Option dann überhaupt gibt, warum sie nicht von Anfang an geschlossen sind. Würde für mich eigentlich mehr Sinn machen, denn wenn die schon paranoid ist, quasi, dass jemand kommen kann, und es gibt eine Nachbarschaftshilfe, dann würde ich von Haus aus meine Fenster geschlossen haben. Ist aber nur meine Meinung dazu. Also, wenn ich überhaupt meine Fenster schließen könnte. So, kann ja nicht jeder zu Hause, dass er ein Fensterschloss hat. Aber ich finde es auch irgendwie nicht notwendig, denn normale Fenster kann man auch nur von innen öffnen. Jetzt habe ich mich gerade vollgeschreckt, obwohl ich nur eine Tür aufgemacht habe. So. Okay. Wir haben jetzt, unsere Aufgabe ist quasi Report Desk. Das ist so unser Schreibtisch. Und das sind alles Tools, die wir verwenden können, um quasi Daten abzuchecken. Rootkit ist ein Hacking-Tool. Boah, das Auto hört sich so an wie so ein Monster, das so knurren wird. Report Desk. Ich richte mir das jetzt mal so ein. Dann können wir hier immer den Report aufmachen. Stacy Jones, ja, Date, ja, Female. Der Report, I was coming in from taking out the trash and thought I saw my neighbor across the street pushing something into her cellar. I know she has a dog that's quite the energetic pup. So maybe it slipped out and she was having trouble rearing it to go back inside. She had the lights off, so it was hard to tell what is going on over there. I know the dog is kind of big and she was somewhat of a small mousy chick, but whatever it was appeared to be giving her a pretty hard time. Eventually she got it and herself back inside the house and slammed the door closed. I called it a night there and went to bed, not fully sure about it, what I saw. Damn it. Internet went out again.
I need to go. Oh, jetzt habe ich mich gesch. Ja, okay. Okay, ich werde das Spiel so verkacken. Ich kann das nicht nachdenken und Angst haben in einem. Das geht nicht. Ja. Okay, ich kann gar nichts tun, also ich muss hier warten, ich kann mich nicht mal umsehen währenddessen. Okay. Ich weiß nicht, ob nur bei dem. Also ich habe eine Nacht schon gesehen bei einem. Also bei Simon von den Rocket Beans. Aber in dieser Nacht ist halt noch nichts passiert. Aber die Atmosphäre killt mich trotzdem. Damn it. Ja, wir schauen mal da irgendwo. Hallo? Oder wir schauen mal bei Records. Das sind quasi so. Stacy Jones. Wer ist die Stacy Jones? Hat irgendwelche Einträge? Hat Einträge, Location. Police were called out by neighbors for suspicious aggressive behavior, throwing punches and scratching and verbal threats. After talking with them, it was discovered that this was a recurring pattern and that was the suspect had threatened her son physically for trespassing on his property. Although a report for his never filled, the suspect was taken into custody. Okay, also die war halt einfach mal aggressiv. Ja. Aber ich glaube, das sagt jetzt nichts weiter aus. Können wir mal in der. Was ist das? DebitDB. Also da kann man die Kreditkarte, glaube ich, schauen. DMV. Was ist das nochmal? Wir können Social Spy machen. Stacy Jones. Search. Vielleicht hat die auch keine Social Media. Ah, das ist die Stacy Jones, okay. Man würde nicht glauben, dass die so aggressiv sein kann. Rose Garden is coming along wonderful. Hard work on the keys. You have to fight for your blooms. Okay. Sex, Agent und ja, das stimmt, ja, Female stimmt auch, Brown stimmt auch, das heißt, wir gehen dann mal hier, ich weiß den Namen, warum kann ich den Namen nicht suchen, Gender, Female, Hair Color, Black, Eyes, Brown, okay. Was? Da kommt da jetzt irgendwie die Stacy Jones. Ja, Stacy Jones. Wir haben hier die Karte. Können wir hier einfügen. Dann haben wir hier auch die Größe, das Alter und so weiter. Das heißt, das Alter auf der Social Spy Webseite stimmt. Aber keine Ahnung. Hat die einen Beweis? Hat die in Evidence? Ich glaube nicht. Aber ja, ich weiß nicht, ob man das so. Ich glaube, die ist unschuldig. Aber man kann es ja nicht wissen. Ist das jetzt das? Ja, okay. Das heißt, das. Aktenschredder! Keine Ahnung. Herbert Winter. My long neighbor, Mr. Winter, came for a visit a few days ago. I didn't want to be rude, so I let him in, although I was doing homework with my son. Anyway, I noticed something odd when I saw the looks the man gave my son. I dismissed it as a crazy notion and even let man help him with his homework. My man. The man help him. So, okay. So far so good, but yesterday he approached my 12-year-old son, his school, and offered to take him home. Fortunately, my son refused, but this fact robbed me of sleep for the whole night. Mr. Winter is usually a nice and helpful man. He also told me that his hobby has a lot to do with teenagers and knows what makes them tick. I don't feel
comfortable anymore with the thought of letting my boy out alone. Herbert Winter. Wer ist das? Der ist Alter von 45 bis 50. Dann ist er, weiß man nicht wie groß, Haare grau. Male, Ice Brown. Herbert Winter. Das ist der Dude. Hat der Social Spy oder so? Hallo? Herbert Winter. Ich weiß nicht, ob wir das bei jeder Person machen müssen, dass wir die auschecken. There's nothing more peaceful than a good walk in the forest after work. For visiting one of the most scariest places I've ever been. On the road again. Also quasi, das sind, wenn man da jetzt was findet, dann ist das so ein Beweis. After a few weeks of break, I'm back in the game. I'm still looking for members calling for duty, finest hour. Except anyone between 13 and 24. Also ist das Suspect, das ist der Verdächtige. Und das noch einmal für so einen Walk. I visited an awesome abandoned house. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht, kann man jetzt nicht sagen. Ein Beweis hat jetzt auch nicht. Oder? Kann man den jetzt einfach irgendwo mal auf die Seite legen oder muss man den instant löschen? Ich weiß es nicht. Es hat ja keinen Sinn, wenn wir keinen Beweis haben, dass wir den vernichten. Aber gut. My friend Mr. Morrison has been acting kind of strange for the past few weeks. She won't come out and see her other friends for anymore. She doesn't even tend the garden or anything else. When I went to make a surprise visit for a few days ago, I heard her arguing with her husband. She left the house shortly afterwards. Whenever I try to reach her, I think she deliberately ignores me. Oh. Der Counter. Ich mache diesen Fall jetzt noch. Whenever I try to reach her, I think she deliberately ignores me. Could you follow up on that, please? I'm afraid something wrong, especially since he seems to be buying a lot of alcohol. Ja, wer ist das? Sie ist auch Alter bis 60 sogar. Nicht 55, bis 60. Dann, sie ist female. Hate. Blond. Und Blue. Das müsste jetzt eigentlich nur eine Person geben, glaube ich. No results? Bis 60? Ja? Ja, wir können jetzt so machen. Bis 6. Female. Hair blond. Eyes color blue. Okay, über die haben wir nichts scheinbar. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich mach mal die Security Cams. Oh shit, oh shit, oh shit! Was passiert? Ah! What? What the fuck? Okay, den hätten wir jetzt verschrecken müssen. Scheiße. Also ganz ehrlich Leute, ich weiß nicht, ob ich das weiterspielen soll oder ich mir lieber einfach nur ein Let's Play davon ansehen will. Vielleicht spiele ich es ja, wenn ich mir angesehen habe, wie man es spielt.
Aber das war's jetzt mal. Ich habe mich geschreckt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich betitel es jetzt mal nicht als Let's Play und auch nicht als mit einer Folgennummer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.